Herzlich willkommen zu meinem ersten kleinen Poker-Video. Gleich vorneweg, ich bin ein Anfänger im Pokerspielen, möchte mich aber verbessern. Das heißt, wenn ihr Tipps und Tricks habt, gerne damit in die Kommentare. Und ja, das Video möchte ich dazu benutzen, einfach mal ein bisschen zu testen. Und ich denke, ich werde ein Sit and Go hier im Anfängersee spielen, beziehungsweise am Anfängersee. Und jetzt war diese Hufeisen-Arena. Auch schon ein, zwei Erfolge damit gehabt. Mal gucken, wie es heute laufen wird. Man startet hier mit 3000 Dollar. Ist ja natürlich alles nur Spielgeld. Wir haben hier 6 und 5, das heißt, wir steigen aus. Meine Strategie wird erstmal sein, ich werde immer mitspielen, wenn ich sehr gut sogenannte Premium-Hände habe, also zum Beispiel Ass-Ass, Ass-König und so weiter. Aber ich werde, denke ich, auch mal versuchen, eine relativ weite Handrange zu spielen. Das heißt, immer wenn ich eine Karte mit dabei habe, die über 10 ist, werde ich auf jeden Fall auch mitspielen. Und mir zumindest den Flop angucken. Den River angucken. Wie gesagt, ich bin auch Anfänger. So die grundlegenden Regeln habe ich verstanden. Aber ne, so tiefer ins Spielgeschehen, wie jetzt zum Beispiel beim Schach, bin ich noch nicht eingestiegen. Aber da habe ich auf jeden Fall mal Interesse daran, besser zu werden im Schach. Hier, wir haben hier 5 und 8. Bei dem River nicht besonders gut. Aber wenn geschoben wird, können wir natürlich mitschieben, bevor wir aussteigen. Aber wenn jetzt irgendjemand erhöhen sollte, sind wir raus. Ja, 5 von 8 bringt hier gar nichts. Das heißt, wir sind einfach draußen. Und ja. Mal gucken, wie es hier laufen wird. Hoffen wir natürlich auf gute Hände. Hier 5 und 3 ist wieder keine so sonderlich gute Hand. Die werde ich auch wieder wegwerfen. Soweit ich das verstanden habe, sollte man als Anfänger relativ wenig Hände spielen. Also wie gesagt, nur die relativ guten mit hohen Zahlen, beziehungsweise über 10 sogar. Was man bei niedrigen Karten spielen kann, sind Pärchen und ab und zu auch Connectors. Das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt hier 3 und 4 habe, dann wäre das ein sogenannter Connector. Der Junge spielt jetzt ziemlich aggressiv mit seinem All-In. Wobei er hier natürlich den ganzen River gesehen hat. Und ja, wahrscheinlich gut abschätzen konnte. Aber gewinnen wird 7-5. Wir kriegen nicht wirklich gute Karten. Steigen hier auch direkt wieder aus, weil der Gegner hier auch wieder All-In'd. Scarface spielt aggressiv. Mit einem Dreierpärchen, okay. 5 und Dame, jetzt können wir mal mitspielen. Ist auf jeden Fall keine gute Starthand, weil dass sie suited ist und dass die Dame und die 5 so weit auseinander liegen. Ist jetzt auch kritisch, aber ich möchte zumindest mal den River sehen. Vielleicht haben wir Glück. Und wir haben kein Glück, aber geschoben wird. Das heißt, mal gucken. Ne, es wird nicht besser. Wenn jetzt irgendjemand erhöht, müssen wir einen sauren Apfel beißen und aussteigen, weil wir nichts in der Hand haben. Und hier auch. Also ich habe gelesen, dass man als Anfänger möglichst den Bluff lassen sollte. Und ich bluffe eigentlich nur, wenn ich zumindest irgendwas habe. Und in dem Fall, ja, bisher hatte ich noch keine gute Hand. Hier kriegt nur der erste Platz und der zweite Platz einen Preis. Das heißt, wenn man keine Chips mehr hat, ist man raus. Und wir steigen hier auch wieder aus. Weil 3 und 7, naja, keine gute Hand ist. Oh, jetzt hätten wir eine Straße gehabt. Das ist natürlich unglücklich gelaufen, aber ich denke, im Grunde genommen habe ich die richtige Entscheidung getroffen, mit einer schlechten Hand rauszugehen. Und das ist ja immer noch eine relativ schlechte Straße. Ja, ich weiß gar nicht, man steigt, glaube ich, mit 200.000 Chips ein. Und ich habe mich jetzt schon auf 1 Million hochgearbeitet. Wobei das in dem Spiel echt nicht viel heißt. Also die harten Jungs, die guten Jungs, die haben ne, an die 100 Millionen mehr. Von daher ist das nicht wirklich nicht viel. Bei mir geht es auch immer wieder rauf und runter. So, wir haben hier König 3. Da gehen wir mal ein bisschen hoch. Wobei natürlich das Dreierpaar jetzt nicht so gut ist. Das ist ein bisschen. Okay, und der Gegner geht hier auch all in. Ja, wir haben halt nur ein Dreierpaar, ne? Das heißt, jedes andere. Nee, jedes andere schlägt mich. Also ich wahrscheinlich, vielleicht, ich weiß nicht, wie gut das war, hier hochzugehen. Wobei ich es auch fraglich finde, wie gut der All-In hier war.
Aber gut genug für mich auf jeden Fall. So, wir versuchen hier unseren 8. König zu spielen. Jetzt kommen natürlich niedrige Zahlen. Und wir steigen wieder aus. Dabei verliert man natürlich erstmal besser. Wie hier haben wir, zeigt er uns auch, haben wir perfekt die richtige Entscheidung getroffen. Zumindest dann später. Der Gegner hatte das beste, die beste Statthand, die man haben kann, soweit ich weiß, ein Asspaar. Da sind wir raus. Ich weiß gar nicht, vielleicht werde ich. Da könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben. Ich weiß nicht, ob man hier sozusagen ein Best-of zusammencutten soll oder ob ich hier versuchen soll, das Ganze zu zeigen. Ich denke, am Anfang werde ich erstmal das Ganze zeigen, damit ihr mir Tipps geben könnt und ne, damit wir hier zusammen ein bisschen Poker lernen, ein bisschen Spaß haben. Und ja. So, jetzt haben wir hier 7 Ass. Das ist eine relativ also eine ordentliche Starthand, sagen wir mal so. Gut, dass wir einen Ass dabei haben. Wir schieben hier. Und wir haben wieder nicht Glück mit dem. Ich glaube, jetzt bluffe ich allerdings mal. Einfach mal gucken. 240 hier rauf. Und hat auch perfekt geklappt. Die Karten verbergen wir. Als Anfänger sollte man so viel wie möglich. So wenig dem Gegner so wenig Informationen wie möglich geben und ja, ist hier unnötig zu zeigen, dass ich geblufft habe. Ja, hier sind wir raus. 2 und 10 ist mir nicht gut genug. Ja, man könnte sagen, dass. Okay, jetzt haben wir. Oh, jetzt hätten wir so einen Drilling gehabt. Ja, vielleicht muss ich meine Handrange erweitern, aber das ist immer so kritisch. Also, oh, jetzt sehe ich voll aus. Ups. Aber na gut, das weiß man vorher nicht. Gucken, was die haben. Ein Flush und. Was er hatte. Ich glaube, ein Drilling hat er. Ja, er hatte, glaube ich, ein Drilling. Aber ich hätte nicht genau aufgepasst. Beziehungsweise ging mir ein bisschen schnell. So, die Schachvideos werden natürlich trotzdem weiterhin kommen, ne? Keine Sorge. Ich werde weiterhin. Ich denke, ich werde versuchen, mal Poker und Schach zu bringen. Ja. Bisher ist das natürlich noch nicht wirklich spannend hier. Vielleicht ist Sitongawa Arena auch das Falsche. Die Frage, was ist eigentlich mehr effektiv? Sollte man mehr Sit-and-Go-Arena spielen oder sollte man mehr einfach. Oh, das ist gut. Da gehen wir auch mit. Sollte man mehr Cash-Game spielen, heißt es, glaube ich, ne? Okay, alle 160er und wir haben 8er-Paar. Wir gehen hier mit. Aha, ja, wir gehen mit All-In. Das ist natürlich jetzt sehr risikoreich. Wir haben einen 8, der hat Ass 4. Jetzt haben wir 2 Paar. Er darf kein Ass kommen und dann haben wir gewonnen. Sehr schön. Wäre jetzt ein Ass gekommen, hätte ich ein Problem gehabt. Ass 4 ist jetzt nicht unbedingt die, ne, mit dem ich All-In gehen würde. Und von der aggressiven Spielweise her war es eigentlich relativ klar, dass der nicht immer nicht immer Hände hat, die ihm was bringen. Während er All-In geht. Okay, will ich hier schieben. Ein ziemlich schlechter Hand. Jetzt werde ich gleich mal bluffen. Im Sinne von sagen, wenn man jetzt sich das anguckt und ich weiß, dass ich nichts habe, dann könnte man hier denken, dass ich einen Drilling habe. Und das ist schon relativ gut. Also wenn ich jetzt eine 3 auf der Hand habe, was ich jetzt logischerweise nicht habe, wäre es ziemlich gut gewesen. Von daher an so einen Stellen bluffe ich meistens. Wir haben eine Karte über 10, wir haben den Buben. Das spielen wir auf jeden Fall. Okay, wir machen es mal wieder so, weil es eben so schön geklappt hat. Sehr ist wieder draußen. Starke Spieler versuchen dann, schätzen das besser ein. Ob der Gegner einen Drilling hat oder nicht, aber auf dem Niveau, ich bin ja kein starker Spieler und der Rest sollte hier eigentlich auch kein starker Spieler dabei sein. Gucken, ich bin gespannt. Die Runde geht relativ lange, sonst habe ich hier mal relativ schnell Runden. Aber wahrscheinlich, weil ich sonst auch immer mit mehr Risiko spiele. Falls ihr dieses Spiel auch spielen solltet, dann könnt ihr mich auch gerne hier in so einem Team einladen. Spiele ich gerne mit. Jetzt wurden die Blinds erhöht, die gehen immer. Oh, das ist eine sehr gute Hand. Da gehen wir mit. Hätten wir vielleicht auch schon erhöhen können, ne? Mit Bube. Okay, er macht das jetzt für uns, das ist relativ nett. Gucken, ob er. Er wird hoffentlich auch eine. Er wird höchstwahrscheinlich auch eine gute Hand haben. Aber sonst hätte er jetzt nicht sein letztes Geld gekauft hat. Seinen letzten Chips. Gut, das ist natürlich ein extrem dummer River für mich. Nee, das Ding ist, hochgehen ist dumm, weil wir sehen am Ende die Karten sowieso. Deshalb, selbst wenn ich Nathalie rausbekomme, muss ich hier mit ihm zeigen. Aber ich habe 2 Paar und er ist draußen. Jetzt sind es noch 2 Spieler, gegen die ich gewinnen muss.
Läuft bisher ganz gut, Dame und 5. Wobei, ah doch, 320 ist der Standard. Ist der Big Blind gerade. Das heißt, wir gehen mal mit. Das ist auch gut, hier haben wir gleich die Dame bekommen. Leider keine 5 dazu. Ich gehe trotzdem mal hoch, um die Leute rauszubekommen. Okay, sie gehen nicht raus, er geht raus. Oh, jetzt habe ich einen Drilling. Und dann gehen wir gleich nochmal hoch. Und da ist er auch draußen, sehr schön. Ordentlich Plus damit gemacht. Karten zeigen wir natürlich nicht. Okay, jetzt, das ist immer auch eine schwere Frage, ne? Aber meine Pokerfahrung, meine wenige Pokerfahrung bis jetzt hat mir gesagt, dass, hat mir gezeigt, dass es nicht sehr viel bringt, versuchen auf den Flush zu gehen, selbst wenn man hier suited Karten hat. Ja, siehst du, komplett unglücklicher River für 8-2. Und er geht hier all in, das ist dumm. Okay, er hat Dame auf der Hand. Ja, wie gesagt, ich wollte hier sagen, hier besteht auf jeden Fall die Flush-Gefahr, weil eben so viel von einer Sache da sind. So, okay, jetzt müssen wir hier gegen Natalie ran. Im Heads-up. Okay, wir haben hier den 4 und Buben. Hier können wir noch mal ein bisschen aggressiver spielen generell, weil es nicht mehr so viele Gegner sind. Obwohl das aber so aggressiv sind noch nicht. Aber ja, wenn hier. Wir haben High Card, das bringt bisher noch gar nichts. Das heißt, wenn sie ja hier erhöht. Obwohl ich glaube, ich gehe mal das Risiko und erhöhe einfach mal. Okay, sie geht mit, das ist unglücklich. Sie hat ein Paar und ich habe gerade Geschenke erhalten. Das mache ich gerade drauf. Bekommt man immer Geschenke, ne? Gratis Chips und so weiter, damit man spielen kann, wenn man viel verliert. Und dann so Geschenke, die man anderen Leuten geben kann. So, wir haben hier 3 und König. So, wir gehen mit. Wie gesagt, meine Strategie ist erstmal, beziehungsweise meine Handrange, dass ich versuche. So, wir bluffen mal wieder. Ja, siehst du. Irgendwie auf vor Drilling haben sie hier ganz doll Angst. Das Ding ist, ich habe auf anderen, beziehungsweise andere Pokerspiele gespielt. Da hatten die weniger Angst vor Drilling, da ist mein Bluff öfter mal aufgeflogen. Das ist eher ungünstig. Okay, 3 und 8 ist auch ein ziemlich schwache Starthand. Durch 3 wird es jetzt ein bisschen stärker, aber wir schieben hier trotzdem mal. Und ich, wenn jetzt hier nicht noch eine 8 kommt, dann bin ich glaube ich draußen, wenn sie hier erhöhen sollte. Okay, na, wir schieben durch. Mal gucken, ob sie jetzt erhöht. Nee, na, sie hat das bessere Paar. Auch kein gutes, aber gut, dass ich da nicht erhöht habe. Okay, Ass und König ist ein sehr gutes Starthand. Wahrscheinlich hätte ich wieder höher gehen sollen, ne? Aber jetzt im Nachhinein natürlich gut, dass ich es nicht gemacht habe. Dreimal Herz, ziemlich hohe Flashgefahr. Aber mal gucken, vielleicht kriege ich sie wieder hin mit einem Bluff. Genau. Das ist sehr gut. Aber trotzdem noch recht ausgeglichen hier. Bube 7 ist eine, naja, mittelmäßige bis schlechte, wahrscheinlich eher schlechte Starthand. Aber immer ein Bube und jetzt haben wir auch schon ein paar. Das heißt, wir gehen gleich mal wieder hoch. Okay, vielleicht hätte ich. Sing, sie geht ja nie mit. Ich gehe ja nicht besonders hoch, sondern ich gehe halt nur ein bisschen hoch. Okay, 10-7 ist es. Ah, 10-7 ist mir zu schlecht. Wobei wahrscheinlich sogar besser als die Hand davor. Aber ich will immer eine Hand über, also zumindest eine Karte über 10 haben. Dann können wir spielen. Okay. Okay, das ist natürlich wieder dumm gelaufen. Müssen wir gleich raus. Ja, lasse ich mir nicht zeigen. Das ist relativ unwahrscheinlich, dass ich irgendwas bekomme. 2 und 5. Das ist eine schlechte Starthand, du. Und Dame und 4 ist ein bisschen besser. Nicht viel, aber doch schon besser. So, hier. Okay, jetzt haben wir ein paar. Mal gucken. Ha? Wir müssen ja der Strategie treu bleiben mit dem Trilling. Naja, mit dem Drilling, so rum. Und wir bleiben der Strategie treu. Immer ein schöner Bluff. Irgendwann müsste sie aber eigentlich drauf kommen, dass es nur ein Bluff ist. Okay, jetzt gehen wir hier mit. 5 und Bube. Ist wieder keine gute Starthand. Na gut, es tut weh, es tut weh. Ich glaube, es könnte ein Fehler gewesen sein. Vielleicht hätte ich rausgehen sollen. Okay, sie hat auch nicht so viel. Ich versuche mal, ich gehe mal Risiko. Ich setze mal relativ viel. Und es war dumm, weil sie am Anfang auch relativ viel gesetzt hat. Aber ich dachte, weil sie jetzt schiebt, dass sie nicht das bekommen hat, was sie haben wollte. Okay, jetzt ist wieder Drilling-Gefahr. Ich versuch's nochmal. Vielleicht hat sie Angst vor einem Drilling. Ja, sie hat Angst vor einem Drilling und dann habe ich's ja im Endeffekt relativ gut gespielt. Wobei ich halt überhaupt nichts hatte. Weiß, war ein ziemlicher Bluff. Okay, sie geht raus, das ist relativ gut. Dann sind wir ein bisschen vorne. Wobei sich das immer relativ schnell drehen kann. So, Ass und 9. Ja, klar,
spielen wir. Achso, 9. Und, oh, wir haben Ass bekommen. Das ist gut. Können wir hier gleich mal gucken. Gleich mal wieder ein bisschen mit. Deswegen, jetzt hat sie schon Probleme mit ihren Chips, ne? Weil der Einsatz einfach so hoch ist. Jetzt müssen wir es einfach nur ruhig runterspielen, würde ich behaupten. Sie muss sich jetzt immer ganz genau überlegen. Okay, sie geht all in. Ne, dafür ist mir mein 4-Bube zu schlecht. Meine Hand ist mir da zu schlecht. Wobei ich es hätte riskieren können, weil wenn die Leute wenig Chips haben, dann gehen sie öfter mal auch all in, wenn es eigentlich nicht so viel Sinn ergeben würde. So, wir schieben hier, haben natürlich gar nichts auf der Hand. Das ist ein bisschen doof. An der sind wir raus, haben wir gar nichts. Was ich sehe, jetzt geht es schon wieder in die andere Richtung. Das ist einfach, weil die Einsätze so extrem hoch sind. Wir müssen ein bisschen aggressiver spielen auf jeden Fall. Wir erhöhen hier mal auf den Pot. Und das war wahrscheinlich nicht so schlau. So, wir spielen hier weiter mit dem Feuer. Und sie geht all in mit einem Ass 3. Und gewinnt auch noch. Ja, das war ziemlich doof, muss ich gestehen. Warum ich dann mit so einer schlechten Hand so hoch gehe. Besonders schon am Anfang. Ich sehe ja, dass meine Hand nicht gut ist. Aber so eine Fehler passieren. So, ich versuche es nochmal mit einem Bluff hier, weil die beraten in Bedrängnis mit den Chips. Okay, sie geht mit. Geht hier jede Menge Risiko. Ich glaube, dann gehe ich mal all in. Alles auf eine Karte und sie geht mit. Hat 7 und 2 und gewinnt. Herzlichen Glückwunsch an Natalie. Wir kriegen allerdings unseren Einsatz zurück. Ja, so am Ende jetzt habe ich ein bisschen zu viel mit zu schlechten Händen, mit zu viel Einsatz gespielt. Das war nicht gut. Da muss ich auf jeden Fall geduldiger sein. Was ich so mit meinen Erfahrungen bisher gesagt, also die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass man extrem geduldig sein muss im Poker. Und ich das nur über eine begrenzte Zeit kann. Aber wie gesagt, ich will besser werden. Schreibt mir gerne Tipps in die Kommentare. Schreibt mir, ob ihr es geschnitten haben wollt oder nicht. Bitte nicht, sonst muss ich mir erst angucken, wie man gut schneidet. Ne? Ich schlecht schneiden kann ich schon, gut schneiden eher. Naja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns beim anderen Video. Bis dahin.